Moin, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Hamburg. Es ist was geschehen, was ich überaus begrüße. Ich kann euch heute endlich einen heftigen Döner in Hamburg präsentieren. An alle, die aus Hamburg kommen, wir müssen alle auf die Knie fallen. Vor diesem Tag, es ist krank. Es gibt natürlich noch Kotolan und es gibt noch einen anderen Döner in Hamburg, aber Kotolan kommt noch Undercover-Test. Der wird nicht bestehen. Ich war ein paar Mal privat da, der wird sicherlich nicht bestehen. Das ist mit Sicherheit, mit Abstand der krankeste Döner in Hamburg und nicht nur in Hamburg. Der kann ganz oben mithalten. Und es ist eine Ausnahme heute bei dem Video. Ich zeige euch einen Spot, den ich schon gegessen habe, weil ich ihn so geil finde. Und da gehen wir jetzt hin. Hamburg Food Corn war da vorher drin, im Bild steht, und jetzt ist da der Döner drin. Ich zeige ihn euch. Hier los, Alter. Wir sind auf einmal hier im Kaufhaus gelandet. Eine Sache muss ich nur ergänzen. Ich habe so einen Döner geschrieben. Ich habe so einen Titel auch geschrieben. Döner Spieß, der beste Döner Spieß. Weil, ist ja immer die Diskussion bei den Dingern, was ihr gleich sehen werdet, kann man das Döner nennen oder nicht. Ich meine offiziell eigentlich sogar schon, aber für mich ist das kein hundertprozentiger Döner. Ja, weil die so dünnes Brot haben. Ich zeige euch, dass selbstgemacht ist. Deshalb will ich es nicht in mein Döner-Ranking reinnehmen. Schreibt mal in die Kommentare unbedingt rein, was ihr dazu sagt. Und dann gucken wir uns erstmal das Ding an. Tobt ja der Bär. Ganz, ganz gut aufpassen jetzt. Hier war ein Foodcorn drin, haben wir schon mal ein Video gemacht. 4 Schuppen oder so waren hier. Und jetzt ist hier halt der eine Laden drin und die haben eine Fleischerei noch mit am Start. Da gehen wir mal eben zuerst rein. Meine Lieben. Oh, voll auf schick hier, Bruder. Schau es dir an. Ich habe Ahmed schon heiß, weil ich sage, er wird den lieben hier. Eine Info auch noch, ich war im Livestream schon hier. Das Video wird noch mal kommen. Da seht ihr denn die Information noch mal auf dem Zweitkanal extra, Holly TV. Da habe ich auch gesagt, ich habe eine Vorabbewertung abgegeben. Keine genaue Bewertung. Was für eine genaue Bewertung ich abgebe, werdet ihr heute sehen, denn ich muss in mich gehen für so. Es braucht Zeit. Im Livestream kann ich nicht zu 100% safe bewerten. Hi, mein Lieber, grüß dich. Wir haben mit Chef geredet auch schon, ne? mit Mehmet hatten wir letztens geredet. Und wie heißt nochmal unser Fleischer? Ah, Hamza? Nee, Fleischer bin ich. Ibrahim. Ach, Ibrahim. Ja. Aber er macht auch doch Fleisch, ne? Nee, der ist unser Dönermann. Ah, aber er macht den Dönerspieß. Genau. Ah, wie heißt er nochmal? Ramazan, den hatte ich letztes Mal schon. Du bist? Holle. Ja, die haben immer über dich geredet. Ja. Hölle. Der ist der Hölle. Ja. Ibrahim, erzähl doch mal ganz kurz über euren Dönerspieß. Du bist der Fleischermeister. Ich bin der Fleischermeister. Ich bin auch hier einer von den Inhabern von den Laden. Ach, du bist auch einer von den Inhabern. Den Konzept haben wir selber hier gemacht. Memo ist auch da. Ich begrüße dich mal kurz. Hi, Memo, grüß dich. Ja, gut, danke. Das ist Memo, aber mit 3 O. Genau. Ja. Wir sind selber Fleischkönig in Hamburg. Wir haben unsere eigene Fleischbrotlinie. Ich habe letztes Mal ja mit diesem dünnen Brot gegessen. Das macht ihr hier auch selber, dieses ganz dünne? Ja, Brot machen wir alles selber. Kann man auch mal eine Variante heute probieren? Richtig wie ein Döner quasi. Hättet ihr irgendwas, was ich mir anbieten könnte? Ja. Ich will beides. Ja, können wir für dich extra, aber nur für dich. Okay, aber wenn das richtig geil kommt, müsst ihr es für alle zugänglich machen. Für alle zugänglich machen. Ja? Okay, geil. Wir machen 2 Runden. Erste Runde machen wir Dürüm, so. Also was heißt Dürüm, euer dünnes Brot? Ja. Zweite Runde machen wir richtig Döner. Richtig Döner. Ja, also machen wir 2 Runden, Leute, Mann. Oh, Steak vielleicht kann ich bei euch noch essen, ne? Unser Steak hier, guck mal unten. Das ist unser Ribeye-Steak. Oh. Das ist Filet, Klammkotelett und Rumpsteak. Ja. Vielleicht mache ich zweites Video vielleicht bei euch und dann mache ich hier die Steakrunde noch. Ja. Ja. Oh, das könnte ich machen. Das wird eskalieren. Zweites Video machen wir vielleicht auch noch. Nur extra Steakrunde.
Alles ja. Die denken, wir haben einen geraucht. Nein, das haben wir nicht. Nein, guck mal, das ist unsere Baklavas. Die lassen wir extra produzieren. Wir machen ein Baklava-Video extra. Das ist aber nicht alles. Doch. Ja? Doch, das muss. Das warum ist hast du das wie vorher gesagt? Oh mein Gott, du machst mich kaputt. Alter, wir müssen uns privat mal treffen. Ja, Memo auch und Ramazan. So, hier geht's los, Leute. Hier geht's los. Oh, moin Ramazan, grüß dich. Hi. Der beste Mann am Spieß. Der macht das so dünn, so filigran. Also wichtig hier auch zu sehen, das ist kein elektrischer, ne? Die drehen den mit der Hand, ganz traditionell. Ibrahim, könnte man sagen, original Istanbul-Style? Ja. Ist so, ne? Ja. Kranke Info noch für euch. Bayram Oglu in Istanbul. Ramazan hat da gearbeitet. Das ist ja so mit der heftigste Spieß überhaupt der Welt. 30% Lamm übrigens, aber das Lamm schmeckst du nahezu nicht. Also du merkst es natürlich, aber nicht eklig stallig. Stallig ist übrigens gemeint, dass es so schmeckt, wie Stall riecht, für die, die das immer fragen, sondern ganz dezent, leicht, geschmeidig. Viel Spaß bei Runde 1. Also wir haben Folgendes, wir haben eine Seite diesmal mit Soßen genommen, eine ohne. Ich will einfach beides probieren, weil ich habe mit Soßen auch noch gar nicht probiert. Erstmal ohne Soßen. Ich sage es euch, ist so eine Macht. Ihr habt es ja gegessen schon, so kernig, so heftig. Auch ein bisschen mit Ferhat zu vergleichen. Ich glaube, Ferhat hat auch mal bei Bayram Oglu gearbeitet, ich weiß nicht genau. Der Spieß wird ja natürlich jeden Tag frisch gemacht. Ich muss eins dazu sagen, diesmal schmeckt er deutlich mehr nach Lamm. Also dieses Mal zu sagen, man merkt es nur dezent, wäre gelogen. Aber im grünen Bereich. Rot sogar besser noch als letztes Mal. Ganz frisch, ganz weich. Überhaupt nicht dieses, was leicht zerbricht, wisst ihr, sondern... Hölle. Ja, du bist der Hölle. Und? Stark. Aber doller nach Lamm als letztes Mal, wo ich da war. Ja? Dort, aber es ist im grünen Bereich noch. Sollen wir Lamm ein bisschen weniger machen? Da habe ich ein bisschen weniger machen, ja. Hier, da haben die es jetzt sogar krosser gemacht. Aber an den Stellen, wo es nicht richtig kross ist, da ist es so richtig ein bisschen elastisch. Das Wort habe ich gesucht. Richtig schön kross. Mmh. Und der ist auch wirklich sehr krank mit Soßen. Durch die Soßen geht das Lamm wieder voll in den Hintergrund. Ganz anderes Produkt so. Bewertung Runde 1. Unter dem Aspekt jetzt. Letztes Mal, als ich hier war im Livestream, wenig Lammgeschmack. Diesmal stärker. Bedenkt das, wenn ihr essen geht. Ihr müsst Lamm mögen, denn es scheint manchmal etwas intensiver zu sein, manchmal nicht. Ich fand es letztes Mal ein bisschen ausgewogener. Nichtsdestotrotz gebe ich für die Variante ohne Soße eine 8, 7, mit Soße sogar in dem Fall eine 9, weil so einfach das Lamm weniger wurde. Nicht mehr ganz so stark. Am Tag, wo die es anders stecken, ein bisschen weniger Lamm, hätte das noch eine deutlich bessere Wertung geben, aber ich muss von dem ausgehen, wie es heute war. Wir essen jetzt einen Döner direkt und schauen, wie es da performt. Hier nur kurz, hier seht ihr das geile Brot, ne? Also es war diesmal, wie gesagt, viel stärker. Das scheint wohl ganz frisch zu sein. Letztes Mal war es nicht ganz so stark wie heute. Ich glaube, da machen schon Stunden viel aus. So 2-3 Stunden später, nachdem es gebacken wurde, ist, glaube ich, schon deutlich schwächer. Das muss man am besten frisch aus dem Ofen genießen. Ah, dann mache ich das auch noch. Das Brot, wie gesagt, die machen das provisorisch da auf dem Grill. Die haben keinen Toaster richtig. Das ist einfach nur für mich jetzt. Die haben von drüben extra Brot geholt. Die haben das nicht mal so im Sortiment, sonst einfach provisorisch für mich. Da ist der Kollege. Bin ich so gespannt mit provisorischem Brot von dem Mann.
Hab ich das Zeug, das ist heftig geil. Ich kann das aus den Istanbul-Videos tatsächlich. Da brennen die ja manche Sachen wirklich leicht an, bewusst. Das schmeckt einfach heftig. Und die haben das Brot halt jetzt so angekohlt. Der Geschmack ist krank. Sehr geil. Verrückterweise auch das viel weniger Lamm als eben. Der erste war schon sehr stark mit Lamm. Geschmack auch hier viel weniger. Wenn ihr hierher kommt, sagt Holle, hat gesagt, wir kriegen Döner hier. Da das Brot aber noch nicht ausgereift ist, werde ich hier Ausnahmen machen, nochmal Soßen drauf machen lassen auf den letzten Rest. Das Brot halt natürlich noch nicht abgestimmt ist. Braucht das noch ein bisschen mehr Saftigkeit. Mit ein bisschen Soßen jetzt drin. Geile Soßen. Ich hatte eben nochmal gesagt, jeden Tag machen die frisch. Nicht einmalweise, sondern jeden Tag frisch. Obwohl es provisorisch ist, kann ich erstmal mit ganz leicht Soßen empfehlen. Ihr müsst ihn testen, ich gucke jetzt immer ein Ranking, weil der wird ins Ranking kommen. Dann habe ich nochmal den Endbiss vom Döner. Oh Leute, wollte eigentlich ein Ranking alleine für den Endbiss. Fürs Königsstück sagt man ja so schön. Das Königsstück ist mehr als königlich. In Hamburg könnte man ihn jetzt taufen, den Königlichen. Also, für mich die Vorabentscheidung. Brot provisorisch, alles provisorisch. Kommt, wie gesagt, hier und sagt, Holle hat gesagt, ihr kriegt den Döner hier. Die zaubern irgendwas, kriegt eine 9-1 von mir. Ist halt noch nicht ganz ausgereift, hat wirklich Chance, wenn ich mir mein Feeling angucke, hat Chancen auf ganz oben. Hat Chancen auf ganz oben, wenn die das Dönerbrot anpassen. Seht ihr bald unter Umständen das Video hier mit besten Döner Deutschlands. Wirklich, das Fleisch ist krank. Und denkt immer dran, die machen es jeden Tag neu. Es variiert mal vom einen Tag zum anderen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen, richtig scheppern. Gerne einen Kommentar da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Thank you.